Werkstatt. Unser heutiges Thema ist die Beleuchtung, also die Frontbeleuchtung von Old und Youngtimer. Ich glaube, jeder kennt es, man hat ein neues Auto, vielleicht sogar mit Xenonlicht. Licht ist wunderbar und dann muss man mal mit seinem Oldie irgendwo hin nachts und man denkt, da hätte einer zwei Teelichter vorne reingestellt. Ja, wo dran liegt's? Einer der ersten Dinge, die wir begutachten sollten und auf jeden Fall wahrscheinlich austauschen sollen, weil es noch nie getauscht wurde, sind die Scheinwerfer an sich. Man sieht hier schon über Steinschläge, die sind schon leicht matt geworden durch den Beschuss von leichtem Sand. Teilweise, wenn man Pech hat, sind die Reflektoren auch schon angegilbt oder angelaufen. Und das ist schon eine große Ursache, wieso man nicht gerade sehr viel sieht. Neue Scheinwerfer für unser altes Schätzchen bekommt man eigentlich noch relativ gut. Also ich habe bis jetzt noch nicht in OPC noch nicht erlebt, dass Scheinwerfer ziemlich schwer zu bekommen sind. Meistens sogar recht günstig im eBay. Wir haben hier zum Beispiel ein Original-Opel-Teil. Aber es muss nicht Original-Opel sein. Aber ihr sollt bitte darauf achten, nicht den letzten eBay-Schrott von Rudis Resterampe zu kaufen, nur weil es günstig ist. Also achtet schon drauf, entweder Originalhersteller, meistens ist ja Bosch oder Heller. Ja, zu viel erwarten darf man jetzt auch nicht in so einem Karton, vor allem von Originalhersteller. Es ist eigentlich nur eine Lampe drin. Wenn der Karton aufgeht! Also. Eine Lampe drin, wenn man Glück hat, noch Lampenfassung und Leuchtmittel, aber wie wir hier sehen zum Beispiel, das ist typisch Opel, weil bei Opel ist immer alles einzeln zu kaufen. Bei Opel muss man einzeln den Halter für die Lampe kaufen, muss man einzeln das Deckelchen kaufen, dann gibt es nicht zusammen. Wenn man sich einen Bosch-Scheinwerfer holt, dann ist das schon alles vorhanden. Ist eben hier im Abend, ne? Ihr seht, ein niegelnagelneuer Scheinwerfer für einen Ascona C. Man hat ja gerade im Video gesehen den Scheinwerfer von dem roten Ascona, der ist noch der erste, also von 1986. Man sieht jetzt hier auch, glaube ich, sehr schön den Unterschied, wie das Glas aussieht und auch der Reflektor. Der ist auf jeden Fall ein bisschen dunkler, nicht so hell wie bei denen. Als nächstes kontrollieren wir jetzt auch mal bei laufendem Motor, wie viel Strom überhaupt ans Ablendlicht kommt. Hier sind es 13,45 Volt. Weil im Alter, Kabel altern, Kabel können brechen und wenn dann nicht genügend Strom ankommt, haben wir auch nicht genügend Licht. 13,4 Volt spricht ein sehr viel dafür, dass auch so viel Strom ankommt, wie die Batterie lädt. Und zur Kontrolle halten wir die Messpole vom Multimeter nochmal auf Plus- und Minuspol von Batterie, dann sehen wir, wie viel die Batterie geladen wird. Und wenn das auch 13,4, 13,3, 13,5 so um den Dreh sind, dann wissen wir, die Kabel in Ordnung, wir müssen nichts dran machen. So, und jetzt nochmal zur Kontrolle. Wir messen an der Batterie, wie viel Batterie geladen wird. Das sind 14,2. Also man könnte sagen 0,7 Volt mehr. Kriegt die Batterie ab als die Lampe. Wir haben jetzt gemessen, dass 0,7 Volt circa weniger ankommen an den Lampen als an die Batterie. Natürlich, wir haben Verlustleistung in den Kabeln, in der Sicherung, in den Schaltern. Das spielt auch eine Rolle. Aber man sollte jetzt nicht ganz verschreckt lassen und denken, ach, alles ist kaputt. Nein, 13,5 Volt sind noch okay. Aber um das Optimale rauszuholen, kann man ganz einfach neue Kabel legen. Wie funktioniert das? Also wir nehmen einfach den Strom direkt von Batterie natürlich abgesichert. Da müssen wir auch eine Sicherung nehmen, die vernünftig Ampere. Und zwar errechnen wir es aus der Wattzahl, 55 Watt fürs Ablendlicht und 60 Watt fürs Fernlicht plus die 12 Volt. Da errechnen wir dann, wie viel Amperestunden wir brauchen. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe vergessen, die Formel rauszusuchen und ich habe die auch nicht mehr im Kopf. Elektrotechnisch schon länger her. Aber ich blende jetzt einfach mal ein, dass ihr seht, mit wie viel Ampere es abgesichert werden muss. Aber wie schalten wir es? Wir benutzen einfach eine normale Schaltung. Wir nutzen das originale Ablendlicht, was man über Schalter schaltet, also die Leitung, um ein Relais zu schalten. Dieses Relais schaltet dann den Strom von der Batterie direkt auf die Lampe drauf. Mehr ist es nicht. Ich habe es schon mal gezeigt, wo ich die Fernscheinwerfer nachgerüstet habe. Das Video könnt ihr euch hier angucken. Aber ich bin ja kein Unmensch, dass ihr euch unbedingt dieses Video jetzt komplett angucken müsst. Ich habe da nämlich den Schaltplan auch ein bisschen erklärt mit dem Relais. Das kommt jetzt. Deswegen habe ich jetzt eine kleine Zeichnung gemacht.
die ich jetzt mal so ein bisschen einblende, so ein bisschen animiert, und damit seht ihr dann auch, wie der Stromkreis funktioniert und es geschaltet wird. Es ist alles nicht so kompliziert, wie sich das manchmal anhört. Viele Leute erzählen ja einem irgendwas und man rafft da immer nichts. Aber wenn ihr jetzt hier diese Zeichnung seht, dann solltet ihr das auch selber hinkriegen. Wie gesagt, ihr könnt damit dann alles schalten über irgendeine Quelle. Sagen wir, ihr betätigt die Standardhupe. Das ist dann das Schaltsignal. Und schalte darüber eine größere Hupe, die dann an den zweiten Stromkreis, wie ihr sehen könntet, angeklemmt wird. Ja, das ist schon dieses ganze Elektronikgeheimnis. So, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Aber ich kann euch noch einen Tipp geben, wenn ihr den Originalstecker habt, am Scheinwerfer, der ja auf die Lampe kommt, also ihr habt drei Anschlüsse, Fernlicht, normales Licht, Masse, macht die komplett raus, benutzt den Originalstecker und steckt da dann neu konfessionierte Leitungen rein, so dass ihr den Originalstecker verwenden könnt. Masse macht ihr auch neu, weil Masse kann genauso veraltet sein, die Leitung und angelaufen und höheren Widerstand haben, genauso wie Zuleitung. Und dann legt ihr eben, wie gesagt, über die Relaisschaltung Fernlicht und Abblendlicht neu zu den Steckern. Ihr könnt auch über ein Relais zum Beispiel beide Abblendlichter und beide Fernlichter durchschalten. Der Relais muss nur eben genügend Ampere aushalten können und vor allem die Kabeldicke muss dafür auch ausreichend sein. Die Dicke könnte man jetzt auch errechnen, aber ich gehe jetzt mal in den Weiten des Internets, also ich gehe jetzt in die Zukunft und werde euch jetzt die Daten einfach mal einblenden. Toll, ne? Eine ganz wichtige Sache, also eine richtige Auswahl des Leuchtmittels. Wir kennen ja unser Standard H4-Birn hier, wie jetzt zum Beispiel von, da muss ich jetzt aber drauf lesen, Osram. Standard H4-Birnen, 3 bis 4 Euro kosten das Stück, machen gelbliches Licht, sind eben okay, weil ist ja Standard, 55, 60 Watt, kennt jeder. Aber in unseren alten Oldies mit den alten Scheinwerfern ist es natürlich nicht so der Knaller. Gibt es die wieder Zubehörlampen? Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch von Osram die All-Wetter, die leuchten noch ein bisschen gelblicher, bläulicher, ein bisschen mehr Lichtstärke. Die findet mein Kollege jetzt gut in seinem Corsa A. Und dann haben wir jetzt hier die alte Version von den Osram Nightbreakers. Ja, und jetzt kommen wir schon zur Werbung. Nein, das ist alles gesponsert bei meinem Bankkonto, aber wenn Osram vielleicht Bock hat, mir davon Karton zu schicken, gerne, immer her damit. Wie gesagt, handelt es sich um die Osram Nightbreakers, das ist die alte Generation, das ist die neue, das möchte ich jetzt nicht auspacken. Da sieht man, dass der Sockel so ein bisschen bläulicher, also der Glasband ein bisschen bläulicher ist. Was bringen die Lampen jetzt? Ich pack mal die weg, bevor sie gleich auf dem Boden liegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, selbst mit der ersten Generation, die ich eingebaut habe, ich war begeistert. Man hat definitiv weiteres Licht, man hat mehr ausgeleuchtet am Rand und vor allem durch das weißere Licht, also Licht ist ja weißer, ist das tausendmal angenehmer für die Augen, wenn man nachts fährt, als dieses wirklich pissgelbe Licht. Die Dinger legen wirklich nochmal eine Schippe drauf. Man merkt sogar den Unterschied zwischen der alten und der neuen Generation, also die Nightbreak Unlimited. Man merkt da sogar schon einen Unterschied, jetzt nicht so mega groß, wie wenn man die normalen drin hatte. Aber man merkt da schon einen Unterschied und die Lebensdauer soll verlängert worden sein. Die alten Nightbreaker hatten ja den Ruf, schnell kaputt zu gehen. Bei mir haben sie jetzt anderthalb Jahre gehalten, dann ging eine kaputt. Ja, ich sag mal, die Lampen kriegt man zwischen 17 und 20 Euro das Paar. Wenn man alle anderthalb Jahre, sagen wir mal, jedes Jahr einen neuen Satz Lampen kaufen muss für 20 Euro. Ich glaube, das ist noch die geringste Investition in einem Kfz, die man machen muss. Vor allem, das sorgt wirklich für die eigene Sicherheit. Man muss natürlich auch darauf achten, welchen eBay-Händler oder Amazon-Händler man nimmt. Besser würde ich sagen Amazon, weil die sind ja geprüft. Weil für die Dinger rufen die Leute manchmal über 30 Euro auf. Ich habe jetzt 18 Euro noch was für das Paar bezahlt und das finde ich eigentlich ganz okay. Ich habe mir auch in meinen Nebelscheinwerfer und in meinem Fernlicht, wo H3 drin ist, auch die Nightbreakers eingebaut. Weil ein Händler mal ein Angebot hatte für 5 Euro oder 4 Euro noch was das Stück plus Märchensteuer. Da habe ich gesagt, okay, das ist okay, ich brauche 4 Lampen zwar, aber der Preis ist noch okay. Es gab andere Händler, ohne Scheiß, die wollen 17 Euro für das Stück haben. Und da habe ich mir gesagt, 60 Euro für 4 Lämpchen, die vielleicht ab und zu mal anmachst, also Fernlicht und Nebellampen, was ja nicht dauernd an, ist schon ein bisschen viel Holz, aber jetzt die 5 Euro, die ging. Ich wollte auch ein gutes, das ist blöd aus, aber ein vernünftiges Gesamtbild von der Front haben, wenn ich mal Lampen anmache, dass das nicht irgendwie so pissgelb leuchtet. Das sind so Details, die ich dann gerne doch haben möchte.
Ich sage, ich kann die empfehlen. Ich kriege wirklich kein Geld dafür, dass ich eine Kamera halte, aber ich bin davon begeistert. Ihr könnt euch am Internet gerne Tests angucken. Da werden die Dinger auch empfohlen. Selbst die 100 Watt Birnen, die ja einige Leute hochloben, sind von der Ausleuchtung und Leuchtkraft schlechter als diese Teile. Also lasst euch nicht verarschen. Vor allem 100 Watt Birnen sind ja auch nicht ganz legal. So, mal ein bisschen Blabla über Lampen, zumindest erstmal vorne. Wir können das ja hinten später mal beschäftigen, weil es überhaupt für Typen gibt. Fangen wir mal einfach mit H1 an. Wo haben wir die denn? Das sind H1-Birnen. Verwendung, Nebelscheinwerfer oder Zusatzfernlicht häufiger findet man die, genauso wie die H3 mit diesem Käbelchen dran. Die werden auch in Nebelscheinwerfer auf Fernlichter häufiger eingesetzt. Findet man dort auch. Ja, dann haben wir ja unser Standard H4-Licht. Kennen wir ja mit dem großen Sockel. Das in vielen Oldies mittlerweile verbaut ist mit moderneren Scheinwerfern in 12-Volt-Technik. Dann springen wir schon direkt weiter auf die Nachfolger H7. Das ist jetzt eigentlich in den weiteren modernen Fahrzeugen verbaut worden. So, ich würde mal sagen ab 97, 98, 99. Das sind hier die H7. Die haben noch die Angewohnheit, es gibt Leute, die schaffen es wirklich, diese Dinger falsch rum einzubauen. Und dann wundern sie sich, warum sie gar kein Licht mehr haben, weil das Licht nur noch nach oben scheint. Also hier ein bisschen aufpassen bei den H7, die richtig einzusetzen. Ja, dann haben wir jetzt noch, das sind übrigens auch Osram Nightbreaker, H11. Nebelscheinwerfer, ganz moderne Fahrzeuge wie neueren Astra und sonst was. Die haben hier diesen Sockel, direkt alles in einen. Dieser ganze Aufwand bringt natürlich nichts, wenn das Licht scheiße steht. Also wenn es zu tief steht, dann sieht man weniger, wenn es zu hoch steht, blendet man den Gegenverkehr und hat dann ganz viele Freunde. Deswegen bräuchte man so ein Gerät. Hat natürlich nicht jeder, weil sich eben mal in so eine Garage steht. Aber es gibt da die sogenannten Lichtwochen, wo kostenlos das Licht eingestellt wird, einmal im Jahr. Man muss da nur sagen, diesen hässlichen Aufkleber will man nicht haben. Oder man fährt zu seiner Werkstatt, die man kennt. Oder. Jeder stellt das Licht eigentlich meistens kostenlos ein, vor allem wenn man in der Werkstatt schon öfters was machen ließ. Oder nimmt dann ein paar Euro für die Kaffeekasse. Das Licht stellt man auch meistens nur einmal im Jahr ein. Außer man wechselt Scheinwerfer oder selbst wenn man Leuchtmittel wechselt, sollte man nochmal das Licht kontrollieren, um auf Nummer sicher zu gehen. In den Situationen sollte man das Licht einstellen lassen, aber ansonsten kein Film von drehen. So, Matsch, für die Leute, die es interessiert, wie stellt man Licht ein? Ich muss euch das in die Hand nehmen, sonst funktioniert das nicht so gut. Ihr habt dieses Gerät, das ihr vernünftig ausrichten und einstellen muss für Pkw und habt, wie ihr hier drin seht, diese Skala. Diese gerade Linie mit dem Knick. Und wie ihr seht, es steht zu tief. Jetzt habt ihr zwei Räder an den Scheinwerfer. Einmal ein Rad, da drehe ich jetzt mal dran. Da warte ich da dran, komm. Hallo, wo ist es? Da unten. So, damit könnt ihr das Licht hochstellen. Oder runter, je nachdem. Hier geht es jetzt runter, wie ihr seht. Jetzt drehen wir es mal einfach mal hoch, dass die gerade Linie auf den Strich ist und die Schräge so einigermaßen am Knick. Kurbel, Kurbel, Kurbel. So. Jetzt können wir mit dem anderen Rad den Scheinwerfer schwenken, damit zum Beispiel, wie gesagt, diese schräge Linie auch an der schrägen Linie anliegt. So. Es kommt natürlich auch darauf an, wie fest noch die Einstellungen und sonst was sind. Man muss da ein bisschen aufpassen, wenn man da nichts abreißt, damit der nicht gleich hier wegfliegt. Und wir die Scheinwerfer anschauen. So, wie ihr seht, sind wir jetzt eigentlich sehr gut auf der geraden Linie und auf den Knick. Das passt jetzt sehr gut. Und dieser Scheinwerfer ist jetzt wieder vernünftig eingestellt. Ich frage mich gerade, warum ich das nie gemacht habe. Hier seht ihr überhaupt die Rädchen. Hier, da ist für die Einstellung links nach rechts. Hier links nach rechts Einstellung. Und hier unten ist auch noch ein kleines weißes Rädchen. Da ganz versteckt da unten. Der ist für hoch und runter. Ja, mehr ist es auch nicht. Wenn ihr vielleicht mal so ein Gerät habt und selber Licht einstellen wollt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mittels
Strich an der Wand und bla 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 einstellen. Aber ganz ehrlich, bevor ihr das stundenlang in der Striche malt und euch beschäftigt, fahrt in eine Werkstatt.